Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Partnerwebinar von MyPV mit Growatt. Heute eine Premiere, denn diese Kooperation zwischen unseren Unternehmen, die ist noch ganz, ganz jung und wir dürfen Ihnen heute gemeinsam vorstellen, welchen Mehrwert Sie aus der Produktkombination unserer beiden Marken haben. Mit mir im Webinarraum begrüße ich den Junning von Growatt. Der wird Sie heute gemeinsam mit mir durch die Folien führen. Und ich werde Sie zunächst einmal über unsere Produkte in Kenntnis setzen. Der Junning wird dann das Gleiche machen. Und der Mehrwert, den Sie heute mitnehmen sollen, ist der Vorteil, den Sie schaffen bei der Kombination der beiden Lösungen. Ich möchte jetzt beginnen mit einer kurzen Firmenvorstellung von MyPV. Und da darf ich mich einmal zunächst selber erwähnen. Mein Name ist Reinhard Hofstetter. Ich bin beim MyPV Trainer, arbeite aber auch im F&E-Bereich und ich habe immer das Vergnügen, so Webinare wie das heutige hier durchführen zu dürfen. Vor meiner Zeit beim MyPV, ich bin jetzt seit ungefähr 5 Jahren beim Unternehmen, da war ich in der klassischen konventionellen Solarthermie. Also alles, was mit Pumpen und Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäße und so weiter zu tun hat, das kannte ich vorher schon sehr, sehr gut. Und von dieser Seite ist uns bei MyPV eines bewusst und das ist die Tatsache, dass die klassische konventionelle Solarthermie eigentlich am Ende der Entwicklung angekommen ist. Heute haben wir Kabelstatoren, damit machen wir die Wärmeerzeugung aus der Kraft der Sonne technisch viel, viel einfacher und wir machen es heute auch günstiger. Und dann darf ich noch die beiden Herren hier über mir vorstellen. Das sind die Eigentümer des Unternehmens, Dr. Gerhard Rimpel als geschäftsführender Gesellschafter und Markus Grundendorfer als Vertriebsleiter. Die beiden Herren haben bei der Firmengründung das Kern-Know-how in das Unternehmen mit eingebracht. Die kommen aus der Solarelektronikentwicklung, haben früher Wechselrichter entwickelt und haben dann MyPV gegründet mit dem Ziel, Lösungen für Warmwasser und Heizung mit Photovoltaik zu entwickeln. Als Unternehmen ist unsere Geschichte auch noch relativ jung. Junning und ich haben vorhin festgestellt, die beiden Unternehmen sind gleich alt. Wir haben heuer unser 10-jähriges Firmenjubiläum. Und der jüngste Meilenstein für MyPV ist der Umzug an einen neuen Firmenstandort. Das ist auch wirklich an der Zeit geworden. Zum einen, weil sich das Thema sehr gut entwickelt, die Nachfrage entsprechend steigt. Und der Kern, Baustein, Warmwasser und Heizung mit Photovoltaik, das ist mittlerweile in den Herzen und in den Köpfen der Leute auch angekommen. Entsprechend müssen wir auch die Produktionskapazitäten aufbauen. Und auch vor dem Hintergrund der Änderungen im deutschen EEG ist das notwendig geworden. Denn viele Anlagen, die jetzt aus der Vergütung rausfallen und nur noch zu wenigen Erlösen einspeisen würden, die suchen jetzt natürlich neue Speichermöglichkeiten. Die Batterie ist nur eine Möglichkeit. In der Wärme finden wir sehr viel mehr Speicherkapazitäten, die jetzt nicht dann elektrochemisch gespeichert wird, aber als Wärme. Und auch diese Kapazitäten werden wir brauchen. Das ist die Speicherkapazität, die wir bei MyPV erschließen werden. So, und bin damit schon das erste Mal am Ende meines Blockes. Ich übergebe jetzt das erste Mal an den Junning mit der Bitte, dich und Growatt vorzustellen. Und wenn es zwischendurch Fragen geben sollte, dann können Sie die natürlich auch im Chat reinschreiben. Ich werde dann zwischendurch immer wieder diese Fragen beantworten. Und die Folien von heute, die bekommen Sie natürlich nach dem Webinar von uns zur Verfügung gestellt. Bitte, Junning, damit gebe ich das erste Mal an dich. Dankeschön, Herr Reinhard. Okay, ich stelle da mal ein bisschen unsere Firma vor. Wer sind wir? Growatt New Energy. Growatt New Energy ist ein Unternehmen für Solarwechselrichter. Spezialisiert sich auf Elektrotechnik, speziell erneuerbare Energien und da speziell nochmal Solarwechselrichter und alles, was den Heimverbrauch darstellt. Stelle ich mal ein bisschen meine Persönlichkeit vor, der heutige Sprecher. Mein Name ist Junning Su, chinesisch Junning Xu. Ich bin seit einem Jahr bei Growatt als technischer Ingenieur für den deutschen Markt und Europa zuständig. Habe Elektrotechnik mit Schwerpunkt erneuerbare Energien studiert und bin seit einem Jahr im Growatt, aber vorher auch schon in dieser Branche. Growatt ist, wie gesagt, ein erneuerbares Energieunternehmen, steckt viel
Forschung, viel Geld in Forschung und Entwicklung ein, in die Herstellung von PV-Wechselrichtern, neuerdings aber auch Energiespeichern, Microgrid-Systemen und generell Smart Energy Management Lösungen. Genau, ein bisschen was zur Geschichte. Ja, die Firma wurde gegründet im Jahre 2010 in China, Shenzhen. Hat ein sehr erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam, was auch ständig erweitert wird, wo es auch ständig neue Impulse gibt, worin auch ständig investiert wird. Ist ein internationales Hightech-Unternehmen, das heißt, gut, es ist ein Unternehmen in China, aber es verkauft halt nicht nur in China, sondern weltweit, europaweit, das sehen Sie auch später gleich nochmal, spezialisiert für auf hocheffiziente Solarwechselrichter und halt neuerdings auch Batterien. Und wie so eben erwähnt, Wechselrichter werden in über 100 Ländern weltweit installiert, Tendenz steigend. Also ja, hier wahrscheinlich interessant, Deutschland und Umgebung, Dachländer etc. Natürlich haben wir nicht nur ein Büro, also gegründet wurde es in Shenzhen, dem chinesischen asiatischen Silicon Valley, aber wir haben natürlich auch Niederlassungen auf der ganzen Welt, Taoyuan, Bangkok, Sydney in Australien, in Indien, dann Amerika, hätten wir dann L.A. oder Guadalajara, in Brasilien, das muss ich lieber nicht auszusprechen, und für Sie wahrscheinlich interessant, in England wäre unsere Niederlassung in Oxford, unser Hauptlager in Europa ist in Rotterdam mit einer schönen Meeranbindung. Unser Büro, wo ich jetzt auch gerade so sitze, ist in der Nähe von Frankfurt. Frankfurt ist ein bisschen einfacher und ein bisschen prägnanter. Dann sind wir natürlich in Rom und in Polen und in PEX, glaube ich, Slowakei vertreten. Genau. Growatt hat 1400 Mitarbeiter, davon 200 in Forschung und Entwicklung, über 260 Vertriebler und über 700 Werksmitarbeiter. Und man hört ja immer wieder, es gibt schlechte Arbeitsbedingungen in China etc. Das ist leider passiert immer wieder. Wo wir da ein bisschen punkten können, wäre dann dem SA 8000 Zertifizierung, was der führende Standard für Sozial- und Arbeitsstandards ist, hat Robert verliehen bekommen. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass da Leute ausgebeutet werden, damit sie da saubere Energie haben. Genau, hier nochmal unser Büro, wo ich gerade sitze. Wie gesagt, das ist in der Nähe von Frankfurt, Bad Homburg, das ist 10 Minuten Auto entfernt. In Europa gibt es zwei Niederlassungen, einmal in Rotterdam mit dem großen Hauptlager und dann in der Nähe von Frankfurt, Bad Homburg, wo ich gerade auch drin sitze, mit dem Büro, mit dem After-Sales-Team, mit dem Sales-Team. Dann zusätzlich ein kleines Labor, wo wir Sie auch herzlich willkommen heißen, wenn die gesundheitliche Lage das mal wieder zulässt, wo Sie als Installateur dann die Geräte nochmal vor Ort ansehen können, die Batteriespeicher, verschiedene Wechselrichter und wo wir natürlich auch defekte Wechselrichter austauschen, testen, versuchen zu reparieren. Sie sehen, sind schon ein paar, aber die Ausfallquote von unseren Geräten ist jetzt nicht so hoch, dass wir da ein besonders riesiges Lager brauchen. Genau. Und ich glaube, das war es doch schon von meiner Seite. Ja, danke Juning für diese Vorstellung und den Überblick. Ich beginne jetzt, wie gesagt, mit meinem Hauptteil, Warmwasser und Heizung mit Photovoltaik, das Thema von MyPV. Dafür haben wir unsere Lösungen entwickelt und wir sehen generell die Zukunft der Haustechnik, gerade im Neubau, im elektrischen Bereich, solarelektrisch, um es genau zu nehmen. Warmwasser kann man hingegen immer machen, im Altbau, im Neubau, das spielt gar keine Rolle. Es geht um die Energiewende, die wir schaffen werden. Und um die Energiewende zu schaffen, müssen wir alle Speicherkapazitäten ausnutzen, die wir zur Verfügung haben. Der Batteriespeicher ist hier nur das gängigste Beispiel. Es ist auch verständlich, wir haben elektrische Energie vom Dach zur Verfügung, die wollen wir auch elektrisch speichern.
typische Speicherkapazitäten im Einfamilienhaus, die bewegen sich aber irgendwo in der Größenordnung 7,5 bis 10 Kilowattstunden. Und das ist eine relativ überschaubare Speicherkapazität, die nach wie vor ja auch etwas teurer erkauft werden muss. Alternativ zur Batterie könnte man jetzt eine Photovoltaik-Warmwasserlösung mit MyPV umsetzen und siehe da, in einem 300 Liter Warmwasserspeicher kann ich bei entsprechender Erwärmung 15 Kilowattstunden an Energie unterbringen. Jetzt sind wir einerseits kostengünstige Alternative zur Batterie, ja das stimmt, aber wir konkurrieren eindeutig nicht mit den Batterien. Gerade im Zusammenspiel mit Growatt ist beides möglich. Eine Installation im Verbund mit einer Batterie oder ohne Batterie rein mit dem Wechselrichter von Growatt ist das auch möglich. Und natürlich können Sie, wenn Sie beide Technologien in Kombination einsetzen, ein Maximum an Eigennutzungsgrad hier generieren und so wenig Energie wie möglich nur in das öffentliche Netz zurückspeichern. Heute geht es auch um das Thema Energieverbrauch im Einfamilienhaus. Als Hersteller, Entwickler und Hersteller aus Österreich beliefern wir aber auch Gewerbeprojekte, Industrieprojekte, wir beliefern auch mehrgeschossige Wohnungsbauprojekte. Hier auf dieser Übersicht geht es ums Einfamilienhaus. Den meisten von uns ist bewusst, wie viel Energie wir pro Jahr für die elektrischen Haushaltsverbraucher benötigen. Das ist grob über den Daumen gepeilt eine Größenordnung von 4000 Kilowattstunden. Das ist den meisten von uns auch bewusst, weil einmal pro Jahr bekommen wir die Jahresstromabrechnung vom Energieversorger. Viel weniger Leute wissen allerdings, dass wir ungefähr die gleiche Energiemenge pro Jahr benötigen für die Warmwasserbereitung. Und natürlich können wir dieses Energiesegment hier im Zuge der Sektorkopplung auch ganz einfach mit Photovoltaik mit abdecken. Das ist, wie gesagt, im Altbau und im Neubau möglich, einfach weil es rein personenabhängig ist oder personenbezogen ist, wie viel Energie dazu erforderlich ist. Das Thema Raumheizung mit Photovoltaik ist ein jüngeres Thema, auch für MyPV. Da muss man auch etwas genauer hinschauen. Denn nicht jedes Gebäude ist dafür geeignet. Es ist die falsche Technologie für den unsanierten Altbestand. Da würden wir viel zu viel Wärme benötigen. Und wenn Sie in einem Haus, so wie ich hier wohnen, im Winter brauche ich 6 Tonnen Holzpellets für Wärme. Da wäre es auch nicht richtig, das ganze Gebäude solarelektrisch zu beheizen. Warmwasser mit Photovoltaik kann ich hingegen immer machen, ja, im Altbau, im Neubau. Und im Neubau sehen wir zudem auch, dass der Raumwärmebedarf schon so niedrig geworden ist, dass wir auch dieses Segment hier jetzt mit solarelektrischem Überschuss mit abdecken können, zum größten Teil des Jahres mit abdecken können. Und das sind also die Einsatzbereiche von MyPV, Warmwasser praktisch immer oder manchmal auch Raumheizung im Neubau oder im ordentlich sanierten Gebäudebestand. Und weil Photovoltaik so unglaublich vielseitig ist, kann man bei der Sektorkopplung auch dieses immer wichtiger werdende Segment der Elektromobilität hier mit einschließen. Solarthermie konnte das nicht, die konnte nur einen Beitrag leisten für Warmwasser und Raumwärme. Mit Photovoltaik können Sie alles anstellen, das ist ja das Schöne dran. Trotzdem muss das Thema Photovoltaikwärme noch manchmal erklärt werden. Die Leute sehen ja in erster Linie den elektrischen Wärmeerzeuger, den wir da stufenlos regeln. Und jetzt habe ich das erste Mal erwähnt, worum es bei MyPV eigentlich geht. Und das kann jetzt ein Heizstab sein, das kann aber auch ein Infrarotpanel sein oder eine Elektroheizmatte im Fußboden. Und MyPV macht jetzt aus diesem Elektrowärmeerzeuger, der so für sich jetzt eigentlich dumm wäre, und zwar dumm im Sinne, er kann nur ein- oder ausgeschaltet werden und ist nicht regelbar, aus dem machen wir jetzt einen photovoltaiktauglichen Elektrowärmeerzeuger durch unser Know-how, weil wir produzieren technisch ausgedrückt die Leistungssteller, die die Wärmeabgabeleistung an diesem Elektrowärmeerzeuger ganz schnell und präzise dosieren, sodass immer nur jene Energie verwendet wird für die Wärme, die ins Netz eingespeist werden würde. Also was wir ganz klar nicht machen, ist hier 1:1 irgendwie den Strom zu verballern aus dem Netz. Das wäre nicht nachhaltig, das wäre nicht ökologisch, mit Sicherheit nicht günstig, sondern wir verwenden kostenlose Umweltenergie und die kommt vom eigenen Dach. Und was bei uns immer eine Option ist, ist die Restenergiemenge jetzt vor allem im Winter bereitzustellen. Das muss man nicht mit Strom aus der Batterie oder aus dem Netz machen. Ab Werk ist diese Einstellung überhaupt auch deaktiviert. Nur wenn Sie das möchten, ist es mit einem einfachen Klick auf dem Display möglich, auch die Restenergiemenge aus
dem Netz zum Beispiel, dafür bereitzustellen, um eine Mindesttemperatur einzuhalten. Aber man muss das keineswegs so machen. Die Restenergiemenge kann immer auch von einem konventionellen Heizungssystem bereitgestellt werden, sei es eine Wärmepumpe, ein Kessel oder ein Fernwärmeanschluss. Da spielt gar keine Rolle, wer zusätzlich zum MyPV diesen Wärmespeicher noch belädt. Also wir sind da sehr flexibel bei der Anwendung. Es geht um das Thema Eigennutzungsgrad. Wir wollen das verbessern. Ich zeige hier immer ganz gern dieses Diagramm von Professor Volker Quaschnik von der Technischen Hochschule Berlin. Der hat hier mal vorgerechnet, wie viel Eigennutzungsgrad ist möglich in einem Einfamilienhaus. Am Beispiel einer 5 kW Peak-Anlage sehen wir hier, dass wir nur ungefähr ein Drittel der selbst erzeugten Energie direkt im Haus für die Geräte verwenden können. Der Rest der Energie geht ins öffentliche Netz raus. Ganz einfach deswegen, weil Bedarf im Haus und Erzeugung vom Dach einfach zeitlich auseinander liegen. So, und jetzt kann man natürlich einen Batteriespeicher einsetzen, wie mit einem von GroWatt, und siehe da, man verdoppelt auch den Eigennutzungsgrad auf 66% hier in diesem Beispiel, aber man hat hier eben diesen nicht unwesentlichen Investitionsschritt vorzunehmen. Alternativ könnte man jetzt zur Batterie eine Warmwasserlösung mit MyPV umsetzen und man sieht, man erhöht sogar den Eigennutzungsgrad noch weiter. Ich wiederhole jetzt aber nochmal in aller Deutlichkeit, wir konkurrieren nicht mit den Batterien. Gerade in Verbindung mit GroWatt können Sie beide Speicherformen in Kombination einsetzen und dann erhöhen Sie den Eigennutzungsgrad zu einem absoluten Maximum. Über 90% sind hier möglich in diesem Beispiel. Wenn die Batterie da ist, dann empfehlen wir generell, der Beladung der Batterie Vorrang zu geben. So funktioniert es auch im Zusammenspiel mit dem GroWatt-Speicher. Ich selber habe das testen dürfen bei uns im Haus. Und nur die Energie, die dann entweder von der Batterieleistung nicht mehr aufgenommen werden kann oder die Energie, die jetzt zur Verfügung steht, weil die Batterie schlichtweg voll ist, die werden wir dann verwenden für die Wärmeerzeugung. Gerade an solchen Sommertagen, wie wir sie heute erleben, ist es aber so, dass sehr großdimensionierte Batterien irgendwann im Laufe des späten Vormittags vollgeladen sind. Und ab diesem Moment haben wir ja wiederum jede Menge Überschuss zur Verfügung für die Wärmeerzeugung. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir sehen, auch mit der Batterie ist noch genügend Energie da, um auch die Warmwasserbereitung vorzunehmen. Diese Reihenfolge hat natürlich auch einen ganz wesentlichen physikalischen Hintergrund. Ist erstmal Wärme geworden im Warmwasserspeicher oder in der E-Heizmatte durch MyPV, dann kann man diese Wärme nicht mehr umwandeln in elektrische Energie. Also elektrische Energie ist natürlich physikalisch und ökonomisch bewertet die höherwertigere und daher auch hier Priorität ganz klar bei der Beladung der Batterie. So, kurzer Ausblick auf das EEG 2021 in Deutschland. All jene Damen und Herren unter Ihnen, die jetzt aus der Bundesrepublik zugeschaltet sind, haben das vermutlich viel besser auf dem Schirm als ich Österreicher, der das hier jetzt nur über die Grenze hinweg beobachten konnte. Aber da gab es zwei Dinge, die sind doch ganz bemerkenswert aus unserer Sicht. Und da ist zum einen die Anhebung der Grenze für die EEG-Umlagebefreiung von 10 auf 30 kW Peak. Denn was heißt das jetzt für die Errichtung von Neuanlagen? Das heißt eigentlich, einmal voll machen bitte. Nicht den Tank vom Auto, sondern das Dach. Wir können jetzt praktisch am Einfamilienhaus die Dächer bis zum Rand anfüllen mit Photovoltaik. Und das sollten wir auch machen, gerade im Neubau. Weil im Neubau kann ich ja, wie erwähnt, auch die Raumwärme zu einem wesentlichen Teil des Jahres solarelektrisch versorgen. Und das geht aber nur im Zusammenspiel Niedrigenergiehaus mit einer sehr großen PV-Anlage. Also die Dächer voll machen ist auf jeden Fall die Devise. Das zweite betrifft jetzt die Bestandsanlagen, die sogenannten Ü20-Anlagen. Wenn die jetzt rausfallen aus der Vergütung, bekommen die Betreiber nur noch den Marktpreis für Energie vergütet. Je nachdem, wo sich der gerade befindet auf der Strombörse, ist das irgendwo so 3-4 Cent pro Kilowattstunde. Nichts, praktisch ausgedrückt, de facto die gleiche Situation, die wir in Österreich schon immer hatten, wenn wir Überschuss ins Netz eingespeist haben. Und wenn ich jetzt im Vergleich dazu betrachte, wie viel Kosten habe ich jetzt zu tragen für meinen konventionellen Wärmeerzeuger. Und ich habe da jetzt zum Beispiel Öl oder Gas. Und dann sehe ich, ich habe da eigentlich 7, 8, 9 Cent pro Kilowattstunde für die Wärme zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber auf 3 Cent verzichte bei der Netzeinspeisung, diese Energie im Haus behalte für die Wärmeerzeugung, dann substituiere ich ja 1:1 diesen Betrag, den ich für den konventionellen Energieträger zahlen würde. Also es ist sofort interessant. Zudem
finden wir in größeren Wärmespeichern auch die Speicherkapazitäten, die wir brauchen, weil irgendwann ist, wie gesagt, ja die Batterie auch vollgeladen. Warmwasser braucht man in jedem Wohnhaus und oft ist es auch so, dass es große Pufferspeicher gibt und auch die können natürlich gleichermaßen verwendet werden zur Speicherung. MyPV hat seit 10 Jahren auch verschiedenste Lösungen im Portfolio. Und jetzt komme ich etwas konkreter zum Produkt selber. Wir haben da 2014 eigentlich begonnen mit der Markteinführung einer Gleichstromlösung. Es gab dann verschiedene Wechselstromprodukte. Da geht es jetzt darum, nur den Überschuss aus einer netzgekoppelten Anlage zu verwenden. Und da kommen wir jetzt ganz konkret zum Produkt von uns, das mit Crowatt kompatibel ist. Das ist der Aktor. Den gibt es in 2 Varianten, das werden wir uns gleich anschauen. Und bieten wir die Möglichkeit, mit unserem eigenen Stromzähler den Überschuss im Hausanschlusspunkt zu erkennen. Gerade bei der Nachrüstung, bei den Ü20-Anlagen kann das notwendig sein. Dieser Stromzähler ist eindeutig nicht erforderlich, wenn wir die Anlagen mit Crowatt im Verbund betreiben. Denn dann können wir auf die Überschussinformation des Crowatt-Wechselrichters zugreifen. Sie brauchen diesen Powermeter vom MyBV nicht zusätzlich installieren. Der Kunde hat ohnehin nicht das Bedürfnis, einen Stromzähler nach dem anderen bei sich zu Hause zu installieren. Einen für den Wechselrichter oder den Batteriespeicher, für das Smart Home System möglicherweise noch einen und dann für Warmwasser. Das spart er sich jetzt an dieser Stelle, weil wir die Überschussinformation von Crowatt empfangen können. Also es geht jetzt um das Produkt Aktor. Und so sieht er aus, rechts oben im Bild erkennbar. Und als wir das Gerät 2017 am Markt vorgestellt haben, da wurde der Aktor zunächst von einigen falsch verstanden. Die Leute haben dieses Kästchen hier betrachtet mit dem Display drauf und haben gemeint, ja, das ist jetzt wieder irgendein Smart Home System. Das war leider falsch. Der Aktor ist kein Smart Home System, sondern er ist technisch ausgedrückt ein Wechselstrom-Leistungssteller. Was kann man damit jetzt anfangen? Ganz einfach. Man kann jetzt einen Standard-Elektrowärmeerzeuger da an der Unterseite einstecken und der Aktor wird durch seine stufenlose Leistungsmodulation dafür sorgen, dass das jetzt ein photovoltaiktauglicher Elektrowärmeerzeuger wird. Und zwar photovoltaiktauglich im Sinne einer stufenlosen Leistungsregelung. Denn nicht nur die Photovoltaikleistung hier am Dach schwankt permanent, auch die Lasten im Haus werden ja ständig ein- oder ausgeschaltet und dieser Saldo am Hausanschlusspunkt, wie viel ist jetzt zu viel, wie viel würde gerade ins Netz reingehen, das ändert sich von einer Sekunde zur nächsten und wir stellen uns mit unserem Gerät immer neu drauf ein. Wir sorgen dafür, dass es zu keiner Netzeinspeisung oder zu Netzbezug kommt. Und gerade in Verbindung mit der Ansteuerung durch Crowatt macht der Aktor das sehr schnell und sehr genau. Einmal pro Sekunde aufs Watt genau wird hier dieser Hausanschlusspunkt ausgeregelt. Und das bedeutet, angenommen die Batterie wäre jetzt voll, das bedeutet, wenn Sie hier im Wohnzimmer nur das Licht anstellen, dann haben Sie weniger Überschuss zur Verfügung von der Photovoltaikanlage und der Aktor wird sofort wieder Leistung zurücknehmen, um zu verhindern, dass es zu Bezug oder Einspeisung kommt. Und da an der Unterseite kann man alles anstecken, was ein rein ohmscher Verbraucher ist. Das typische Beispiel ist ein Heizstab. Ja. Es geht aber, wie gesagt, auch mit einem Infrarotpanel oder einer Elektroheizmatte. Und wenn der Aktor dann so installiert wird, wie hier rechts im Bild, über einem Kabelkanal, dann verschwinden auch die Kabel, dann verschwinden auch die Drähte hinter einer Abdeckung und dann ist das optisch auch so umgesetzt, wie wir uns das für unser Produkt wünschen würden. So, jetzt schauen wir uns die Produkte etwas genauer an. Einen Hinweis darf ich aber noch geben. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, wie viel Eigenverbrauch ist da jetzt möglich, wie viel Autarkiegrad ist möglich, das kann auch berechnet werden. Und dieses Werkzeug, das wir hier sehen auf unserer Webseite, das ist der MyPV Power Coach, das hilft Ihnen dabei, diese Fragen zu beantworten. Denn Ihre Kunden, unsere gemeinsamen zukünftigen Kunden, die wollen das natürlich auch mit harten Zahlen belegt haben, was wir denen da erzählen. Und um das Ganze zu berechnen, gibt es dieses Werkzeug. Da kann man einen Standort auswählen, ein MyPV-System, man konfiguriert die PV-Anlage, man sagt, wie groß ist das Volumen des Wärmespeichers, man sagt, ist da eine Batterie da und wenn ja, wie groß ist da die Speicherkapazität. Und dann kann man eine technische Bewertung dieser Anlage vornehmen und man sieht genau, welche Maßnahme welche Wirkung erzielt. Neben einer technischen Bewertung kann man das Ganze auch ökonomisch bewerten, denn man kann hier auch Wärmepreise hinterlegen und auch Strompreise hinterlegen, sowohl für Bezug als auch für Einspeisung.
Man bekommt dann am Ende eine Jahresbilanz, eine Energiebilanz, eine Kostenaufstellung und auch den Vorschlag einer MyPV-Stückliste, und zwar eine Übersicht über die Komponenten, die dann wahrscheinlich notwendig sind bei der Realisierung des Projekts. Es ist durchaus lustig und spielerisch zu bedienen. Ich lade Sie herzlich ein, probieren Sie es einfach mal aus. Sie brauchen das sich nicht registrieren lassen, nicht irgendeinen Login eingeben. Jedermann kann damit arbeiten. Und es ist, wie gesagt, ein ernstzunehmendes Werkzeug, das ich Ihnen empfehlen möchte, weil es Ihnen die Sicherheit gibt im Beratungsgespräch, im Verkaufsgespräch. Es hilft Ihnen, Ihre Argumentation auf feste, solide Beine zu stellen und sich selbst mal davon überzeugen zu können, welche Möglichkeiten jetzt Warmwasser mit Photovoltaik eigentlich bietet. Ja, wie kommuniziert der Aktor mit dem Wechselrichter? Das schauen wir uns jetzt an. Und welche Wechselrichter von Growatt sind kompatibel? Das wird der Juning dann beantworten. Hier haben wir nochmal den Aktor in groß. Technisch kommt er mit ganz vielen Alleinstellungsmerkmalen. Da ist zum einen die Baugröße. Dieses Ding ist in der Vorderprojektion kleiner als eine DIN A5-Seite. Dann haben wir das Display drauf, das eine sehr intuitive Bedienung ermöglicht. Sie erinnern sich, diese Temperatursicherstellung, die dann notfalls mit Batteriestrom oder Netzstrom aktiv wird, die ist ab Werk deaktiviert. Um das jetzt zu aktivieren, kann man hier am Display das mit wenigen Klicks machen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie auf Ihrem Smartphone den Wecker für morgen früh stellen können, dann können Sie auch die Warmwassersicherstellung hier in Betrieb nehmen, ohne die Anleitung zu lesen, weil es wirklich sehr intuitiv und einfach ist, das Ganze. Dann haben wir das nächste Alleinstellungsmerkmal Nummer 3. Es ist hier alles steckbar. Nicht nur die Last ist steckbar hier an dieser Schuko-Steckdose, auch die Kommunikation hier bei den Steckern, das sind alles Federzugklemmen. Das heißt, die Drähte werden da einfach eingeschoben und damit geht das natürlich zugunsten der Installationszeit. Dann sind wir systemoffen. Das hat uns ja eigentlich zusammengebracht mit Growatt, denn wir geben auf Nachfrage auch die Kommunikationsbeschreibung für unsere Geräte raus. In erster Linie für diese RJ45 Netzwerkschnittstelle. Für fast alle Ansteuerungsarten ist es so, dass über das Netzwerk die Ansteuerung kommt. Aber auch Modbus RTU, also RS485, ist seit kurzem implementiert. Und genau das ist die Hardware, die Verdrahtung, die wir mit Growatt jetzt brauchen. Ich habe hier rechts auf diesem 8-poligen Stecker mal markiert, welche Pins hier für die Busverdrahtung erforderlich sind. Und von links nach rechts A, Ground und B, damit wird die, die Verbindung zum Growatt-Wechselrichter hergestellt. Zusätzlich kann man, wenn man möchte, auch den Netzwerkstecker verwenden. Man kann den Aktor an den Router anschließen. Man hätte dann auch die Möglichkeit, über die MyPV-Datencloud aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen. Für den Betrieb mit Growatt ist das aber keineswegs erforderlich. Dieser Netzwerkstecker muss de facto nicht belegt werden. Und das war jetzt das dritte vierte Alleinstellungsmerkmal, die Systemoffenheit. Also wir haben die Baugröße, wir haben das Display für die intuitive Bedienung, wir haben alles steckbar und wir haben die Systemoffenheit. Und hier nochmal erwähnt, über einen Kabelkanal ist das dann einfach optisch auch so installiert, wie wir uns das für unser Gerät wünschen würden. Technische Daten. Der Aktor mit der Steckdose in der einphasigen Variante, der ist jetzt stufenlos regelbar von 0 bis 3000 Watt. Jetzt könnte die Frage auftauchen, welche Art der Leistungsstellung MyPV bei seinen Produkten verwendet. Ich darf es Ihnen natürlich verraten. Wir haben keine Thyristoren verbaut. Wir haben keine Phasenanschnittsteuerung da drin. Unsere Leistungsmodulation funktioniert mit einer sauberen Sinuswelle. Das heißt im Prinzip wie bei einem Wechselrichter auch. Damit sind wir konform mit den technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber. Nicht nur hier in Österreich, auch in der Schweiz und bei Ihnen in Deutschland ist das so. Ja, alle weiteren Details können Sie dann in aller Ruhe nachschauen. Ich gebe Ihnen, wie gesagt, die Folien nach dem Webinar, wie immer. Und wenn er am Netzwerk hängt, nur wenn der Aktor am Netzwerk hängt, dann kann er auch über ein Webinterface bzw. über die MyPV-Datencloud angesprochen werden. Für Growatt nochmal eine RS485, sprich Modbus RTU-Verbindung, ist völlig ausreichend für die Kommunikation. So. Dann haben wir hier das gleiche Bild noch einmal auf der rechten Seite. Das ist jetzt aber kein Versehen. Denn was wir vorhin gesehen haben, das ist der Aktor in seiner einphasigen Variante. Mit dem Aktor 9S haben wir jetzt ein dreiphasiges 9 kW Gerät im gleichen Gehäuse. Und daher ist hier dieses Bild hier rechts auch identisch.
Aber wir haben jetzt wirklich eine Leistungsdichte mit 9 kW in dieser kompakten Baugröße, die ist einmalig am Markt. Und wenn wir jetzt andere dreiphasige Leistungssteller am Markt betrachten, dann werden wir bei genauerem Hinsehen feststellen, dass die in Wahrheit immer nur eine Phase regeln und bei ausreichend Überschuss eine zweite und eine dritte Phase einfach zuschalten. Das macht der Actor 9S ganz genauso. Was machen wir jetzt aber noch besser als alle anderen? Wir können den geregelten Ausgang wechseln von Ausgang 1 zu Ausgang 2 zu Ausgang 3. Wir können jeden der drei Ausgangsphasen stufenlos regeln, nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Und damit haben wir jetzt neue Anwendungsfelder erschlossen. Denn natürlich können wir jetzt einen dreiphasigen, beispielsweise 9 kW Heizstab, stufenlos regeln. Es geht aber auch mit drei einphasigen Elektrowärmeerzeugern. Die müssen nicht einmal die gleiche Nennleistung haben, weil der Actor 9S das selber erkennen wird. Und dann können Sie auch ein 2 kW Infrarotpanel, eine 3 kW Elektroheizmatte und einen 1 kW Heizstab da anschließen. Und die werden dann alle stufenlos geregelt, nacheinander wohlgemerkt. So, ansonsten ist hier der Kommunikationsanschluss völlig gleich wie beim Actor, den wir vorhin gesehen haben. Der Unterschied zum Bild vorhin ist, dass wir beim Actor 9S hier auf dem Foto diesen orangen 8-poligen Stecker nicht drauf haben. Der ist aber auf jeden Fall im Lieferumfang enthalten und gleichermaßen zu installieren. Technische Daten vom Actor 9S. Es sind, wie gesagt, alle drei Ausgänge stufenlos regelbar. Das ist das Besondere neben dieser enormen Leistungsdichte von 9 kW. Einen Hinweis darf ich noch geben für die Nachrüstung. Überall dort, wo Sie bestehende dreiphasige Elektrowärmeerzeuger im Nachhinein photovoltaiktauglich machen möchten mit dem Actor 9S. Da achten Sie bitte auf ein Detail. Wir brauchen auf jeden Fall immer einen Neutralleiter an dieser Last. Das ist erforderlich, damit der Actor die Nennleistung seiner Last auch detektieren kann. Und das bedeutet, ja, es läuft auch mit einem 4,5 kW Heizstab. Ja, es läuft auch mit einem 6 kW Heizstab, solange dieser Neutralleiter verbunden ist. Wird Actor das selber erkennen können und wird sich entsprechend darauf einstellen. Es ist dazu nicht einmal eine Einstellungskorrektur erforderlich. Für manche unserer Kunden ist es aber trotzdem wichtig, alle Zubehörteile aus einer Hand zu beziehen. Die wollen einfach die Sicherheit haben, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Und daher gibt es für die Warmwasseranwendung oder für die Unterstützung von Heizungspufferspeichern hier Zubehörteile von uns, ein einphasiger 3 kW Heizstab oder ein dreiphasiger 9 kW Heizstab wird von uns auch mit angeboten bei Bedarf. So, Actor und Actor 9S Vorteile. Ich habe, glaube ich, schon alle erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Preisempfehlung von uns als Hersteller für den Wiederverkauf an den Endkunden. Für den einphasigen Actor, den mit der Steckdose, ist das eine Empfehlung von 749 € inklusive Umsatzsteuer für den Endkunden und für den Actor 9S nur geringfügig mehr, 899 € inklusive Umsatzsteuer für den Endkunden. Wie lange können die Ausgangsleitungen beim Actor sein? Wenn die Leitungen zu lang werden, würde ich einen größeren Querschnitt empfehlen, um da auch den Spannungsabfall gering zu halten. Diese Frage konnten jetzt, glaube ich, nicht alle sehen. Der Teilnehmer hat das nur mir geschickt. Aber im Zweifelsfall einfach mit uns nochmal Kontakt aufnehmen. support@my-pv ist die E-Mail-Adresse dafür. Und an alle, die jetzt gerne mehr wissen wollen oder für ihr Projekt etwas Unterstützung brauchen, ist das die Adresse, wo Sie sich an die Sie sich wenden können. Natürlich beantworten wir gerne Ihre Fragen zu einem späteren Zeitpunkt noch für die Projektumsetzung. So. Und hier haben wir eben die Ankündigung, von der ich heute gesprochen habe. Wenn Sie mich fragen, ob Grobart heute schon mit Actor und Actor 9S sprechen kann, lautet die Antwort ja. Das ist schon möglich. Es muss allerdings heute noch manuell die Kommunikation parametriert werden. Um die Werte zu bekommen, ist die Antwort auch hier. Kontaktieren Sie bitte support@mypv.com. Wir geben Ihnen unverzüglich die Parameter. Und was wir hier sehen, ist das Erscheinungsbild vom Actor Display, wie es sich in ungefähr 3 Wochen darstellen wird. Das heißt, Juli 2021, da brauchen Sie dann nicht mehr die Parameter von uns extra erfragen, sondern dann ist das in Kürze schon alles für Sie voreingestellt. Und mit dem nächsten Firmware-Release ist es dann so, Sie können am Actor-Display einfach Grobart Modbus RTU als Signalquelle auswählen und damit ist alles für Sie voreingestellt. Die Installation ist dann wirklich spielend einfach. Recht schwierig ist es auch bei der manuellen Parametrierung heute nicht. Gut, wenn der Actor
mit einem Netzwerkkabel am Router angeschlossen ist, dann haben Sie, wie gesagt, auch Zugang zum Webinterface. Hier ein Screenshot des Webinterface. Auch hier kann dann die Einstellung gemacht werden. Zugriff hat man dann ganz einfach dadurch, dass man in seinem Standard-Webbrowser bei sich am Rechner die IP-Adresse des Aktor eingibt. Die können Sie auch am Display abfragen unter Info. Da müssen Sie nicht irgendwie einen IP-Adressenscanner oder so verwenden. Und dann kommen Sie auf diese Oberfläche und könnten auch dort noch Einstellungen anpassen, wenn Sie das möchten. Und damit bin ich jetzt mit meinem Hauptteil am Ende. Bleiben Sie nach dem Teil vom Juning aber auf jeden Fall noch bei uns. Da habe ich noch ein paar wichtige Informationen für Sie. Gut, Juning, dann Bühne frei für dich. Dankeschön. Ich stelle weiterhin ein paar unserer Produkte vor. Ja, Rainer hat ja gerade die MyPV-Seite beleuchtet, jetzt beleuchte ich mal die Oberseite. Genau, hier sehen Sie die Produkte, die mit MyPV zusammenarbeiten können, sind in erster Linie Hybridwechselrichter. Zum einen der, Moment, das sehen Sie mein Zeiger, zum einen zusätzlich kompatibel mit Batteriesystemen, in dem Fall ARK 2.5 LV für Low Voltage, also Niedervolt. Und dann nochmal die dreiphasige Version mit von 5 bis 10 K Kilowatt Peak. Da gibt es auch zwei Versionen. Da gibt es auch noch eine Art-Version, die ist noch ein bisschen anders, aber das Grün-Wheel, da gehe ich später nochmal rein. Und die AC-gekoppelte Version. Das heißt, Sie haben schon eine Anlage, wollen aber die Robert-Batterie hinterher nochmal anschließen. Wollten Sie halt ein SBA, also A wie Anton, plus die Hochvolt-Variante der RAK-Batterie, die die sieht halt so aus, auf die gehe ich auch später nochmal ein. Das sind modulare Batterien, wo ein Block 2,56 Kilowattstunden hat und dann bis zu 10 Blöcken erweitert werden kann. Selbstverständlich, wie Reinhard gerade erwähnt hat, kann die System auch ohne Batterie laufen. Also Sie können da aussuchen, ob Sie dann eine Batterie haben möchten oder lieber MyPV oder idealerweise, um den Eigenverbrauch zu maximieren, beides haben möchten. Aber das ist halt Ihnen überlassen. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen detaillierter in die Wechselrichter. Wie bereits erwähnt, es gibt die einphasige Version SPH 3000 bis 4600. Hier sind die Leistungsbereiche, einphasig, hat zwei MPPTs mit jeweils zwei Eingängen. Das heißt, Sie können verschiedene Dachseiten, Südwest oder Südwest-Ost oder Südwest oder wie auch immer, sodass Sie da möglichst wenig Verluste da haben. Überspannungsschutz sind bei allen vorhanden und so eine Backup-Funktion. Bei dem SPH einphasig wäre das EPS. Dann gibt es noch die dreifache Version, die geht von 5.000 bis 10.000. Auch hier wieder zwei MPPTs, geht von 5, 6, 8 bis 10. Auch hier wieder zwei MPPT, Überspannungsschutz auf beiden Seiten und hier EPS. Und dann nochmal die, hier ist ein bisschen was abgekackt, die Up-Version, also die UP-Version, die hat, die ist ähnlich wie die andere vorherige ohne UP-Version, hat aber halt UPS statt EPS. EPS steht für Emergency Power Supply, also Notstrom, und UPS ist Uninterrupted Power Supply, das heißt ununterbrochene Stromversorgung, sodass er innerhalb von wenigen Millisekunden auf den Inselbetrieb umschaltet. Genau. Hier sehen Sie nochmal unser Smart Phase Level Power Controlling. Ganz einfach dargestellt, Sie haben hier eine Photovoltaikanlage, die an einem sonnigen Tag wie heute 10 Kilowatt Peak erstellt. Dann haben Sie halt verschiedene Betriebsmodi. Hier haben wir erstmal so, dass die Hauslast zunächst bedient werden soll. Da hätten Sie auf L1 oder auf verschiedenen Phasen einmal 2 Kilowatt, einmal 3 Kilowatt, sodass sie auch asymmetrisch einspeisen können, was mit dieser Up-Version möglich ist. So haben Sie dann halt in dem Fall auf L1 und L3 verschiedene Phasen, und für den Überschuss könnten Sie dann direkt
in die Batterie speichern oder halt in den MyPV in Warmwasser umwandeln. Das ist Ihnen dann halt überlassen, wie Sie das machen möchten. Ja, die Möglichkeiten sind endlos. Genau, hier nochmal eine kurze Beschreibung, wie es anzuschließen ist. Die Kommunikation unserer Wechselrichter folgt über RS485, bei der einphasigen Version über den RS485-2 Port. Die PIN-Belegung sehen Sie hier. Brauchen Sie nicht aufschreiben, Sie kriegen hinterher die PDF nochmal. Genau. Dann für die dreiphasige Version die PIN 7, PIN 8 und PIN 2 für Ground und für die App-Version PIN 5, PIN 1 und PIN 2 für Ground. Genau. Hier nochmal die Belegung, kann man sich dann selber dann zusammenbasteln. Gehe ich weiter zu unseren Batterien. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal die Low Voltage, also die LV-Variante und die High Voltage ERK-Variante unserer Batterien. Die sind halt sehr flexibel und ich glaube auch ziemlich angenehm für Installateure. Bei der Niedervolt-Variante können Sie, die mit den einphasigen Wechselrichtern kompatibel sind, können Sie dann aussuchen, wie viele Blöcke Sie haben möchten. Das geht dann bis zu 10 Blöcken hoch. Ein Block hat 2,56 Kilowattstunden. Bis zu 10 Blöcken wären das 25 Kilowattstunden. Das sollte bei einem normalen Haushalt locker reichen. Bei der Hochvolt-Variante sieht es ein bisschen anders aus. Da bräuchten Sie müssen Sie mit drei Blöcken anfangen, um die Startspannung zu erreichen. Geht dann auch bis 25 hoch. Auch hier, das sollte für einen normalen Haushalt, sollten 25 Kilowattstunden locker reichen. Aber das ist halt das Schöne. Wenn Sie sich so ein System anschaffen, müssen Sie sich nicht direkt am Anfang überlegen, wie viel brauche ich genau. Vielleicht 10, vielleicht auch lieber 12. Sie können auch hinterher das nachrüsten, das ist Ihnen halt überlassen. Wie Sie aufbauen möchten, wie viel Sie bräuchten, wie viel Sie eventuell später benötigen oder halt überhaupt gar nicht benötigen. Das ist völlig frei. Die Batterietechnologie ist Lithium-Profil, also Lithium-Eisenphosphat, sehr sicher, hohe Energiedichte, hitzeresistent. Für die Installation nochmal interessant. Die Installation ist sehr einfach, da zeige ich in der nächsten Folie nochmal. Und auch der Transport, diese Dinger stehen ja meistens nicht im Wohnzimmer, sondern im Keller. Ein Block wiegt ungefähr 30 Kilogramm. Das heißt, ein Installateur kann die auch locker auf die Schulter packen und dann in den Keller packen. Da muss ja nicht so ein 200-Kilo-Koloss versuchen, auf einmal in den Keller sich herunterzubringen. Und ja, wenn da irgendwie Fehler auftreten, können meine Kollegen und ich mittels Firmware-Upgrade aus der Ferne, vorausgesetzt mit einer Internetverbindung, Fehler beheben. Hier nochmal ein bisschen zum Design. Sie sehen hier, ich nenne die immer liebevoll Lego-Blöcke. Sie können sich dann aussuchen, wie viele Sie haben möchten. Die Anbindung untereinander zwischen Wechselrichter und Batterie ist denkbar einfach. Sehen Sie auf der rechten Seite. Es sind farbige Kabel dort. Schwarz auf schwarz, rot auf rot. Dann nochmal ein kleines Signalkabel plus eine Erdung und das war es auch schon. Das heißt, das ist auch nicht irgendwelche Formulei, sondern die Kabel sind alle gut ingenieurtechnisch aufbereitet worden, sodass die da fast kein Werkzeug brauchen, um die Batterie dann irgendwie anzuschließen bzw. zu erweitern. Genau, und hier kommen wir nochmal zum halt wichtigen Punkt. Dass ein Problem der Solarenergie ist, dass die einen Peak um die Mittagszeit haben. Das heißt, um die Mittagszeit ist die solare Einstrahlung am größten, die Sonne ist am Zenit, aber normalerweise, wenn es kein Lockdown gäbe und kein Corona, dann sind die meisten Leute ja da nicht zu Hause. Das heißt, der Hausverbrauch wäre dann auch nicht so hoch. Um den dann entgegenzuwirken, um den Netzbetreibern nicht für 8 Cent den Strom
Strom zu verkaufen und dann später am Abend, wenn die Sonne untergeht und nicht genug Solar eingekauft, nicht genug Solarenergie verfügbar ist, und dann wieder für 31 Cent einzukaufen, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wir von Growatt bieten ein Batteriesystem vor, aber das ist halt auch nur begrenzt. Je nachdem, wie groß die Batterie ist, ob sie überhaupt eine Batterie haben, können sie dann halt zusätzlich oder halt oder statt der Batterie auf so ein MyPV-System verwenden und dort auch ihren Eigenverbrauch weiter erhöhen, sodass sie was Gutes tun, ein bisschen was für die Umwelt machen, natürlich auch ihren Geldbeutel schonen und ein bisschen noch autarker leben und unabhängiger. Genau. Nochmal abschließend zu unserem System. Growatt hat die Besonderheit, dass wir alles aus einer Hand anbieten. Ich möchte jetzt keine anderen Hersteller in den Mund nehmen, aber es ist halt höchst einzigartig zurzeit, dass ein Hersteller ein komplettes System gibt. Das heißt, sowohl den Wechselrichter als auch die Batterie, als auch irgendwelche Backup-Boxen. Es gibt ein Monitoring-System, Smart Meter-System, mit dem man den Eigenverbrauch im Haus messen kann, um da noch ein bisschen mehr weiter rauszukitzeln. Es gibt später auch noch eine App, mit der Sie dann auch unterwegs einfach mal gucken können, wie viel Strom haben Sie erzeugt. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man das dann auch beobachten kann. Genau. Hier nochmal ein bisschen zur App. Sie sehen alles recht übersichtlich, ein kleines Programm hier, wie viel Sonne Sie erzeugen, wie viel Batterie lädt, wie viel gerade Ihr Haus verbraucht oder wie viel ins Netz eingespeist wird. Sie sehen dann auch hier, Sie können dann noch einen detaillierteren Verbrauch sehen, wie viel Energie gebraucht wird, wie viel Energie erzeugt wird, wie viel davon in die Batterie geht oder ins Netz. Das können Sie dann halt alles beobachten. Natürlich auch im PC, da ist noch ein bisschen, das ist nicht so zusammengekrampft, sondern ein bisschen detaillierter, ein bisschen grafisch anspruchsvoller. Aber Sie sehen auch hier, Sie können dann entweder den Überschuss in eine Batterie einpacken oder über den Regler zu Warmwasser umwandeln. Und ich habe auch gehört, dass der Regler von Growatt überaus präzise arbeitet, dass er auch sehr, sehr gut und sehr schnell Strom in Warmwasser umwandeln kann. Genau. Für die Installateure nochmal interessant wäre unser OSS-System. OSS steht für Online Smart Service. Dort können Sie halt relativ übersichtlich erkennen, welche Anlagen Sie installiert haben, wo, bei welchen Anlagen es Fehler gibt. Es werden da Fehler angezeigt. Sie können aus der Ferne Parameter umstellen, wenn der Kunde auf einmal sagt, okay, gut, ich habe eine Förderung, vielleicht von 70% auf 50% Begrenzung einstellen. Es können Firmware-Aktualisierungen aus der Ferne gemacht werden. Und das spart halt deutlich Zeit und vor allem den Geld, dass man da weniger den Kunden persönlich besuchen muss. Sie sparen Wartungskosten, Personal, Hinfahrzeit und ist ja besser für den Seelenfrieden. Genau, so erreichen Sie uns. Natürlich zeichnen wir uns da auch nicht nur wegen unserer guten Geräte aus, sondern auch für den Service. Wenn Sie unsere Geräte kaufen, das ist ja bei manchen Firmen, das ist ja leider nicht so gut. Aber bei uns halten Sie auch noch sehr viel After-Sales-Service. Das heißt, Sie sind nicht nur Kunde, wenn Sie unser Gerät kaufen, sondern auch hinterher noch Kunde, dass Ihr Gerät dann weiterläuft. Dafür haben wir eine Hotline, die Nummer sehen Sie hier, und auch eine E-Mail-Adresse, service.de@growatt.com. Unser Servicelager ist in Deutschland, Hessenring 83 in Bad Homburg, in der Nähe von Frankfurt, wo wir dann Ersatzgeräte relativ schnell aus dem verschicken können, sodass Sie möglichst wenig Auswahl haben. Sollten Sie an unsere Geräte interessiert sein, können Sie meinen Kollegen, Herrn Jiang Wu, unseren deutschen Manager, anschreiben. Seine E-Mail-Adresse ist jiangwu@growatt.com und für After-Sales oder generelle technische Fragen, ist meine Wendigkeit zur Verfügung. Genau, hier sehe ich gerade noch eine Frage im Chat.
Ist das Monitoring auch in Deutsch verfügbar? Ja, das Monitoring ist auch in Deutsch verfügbar. Genau, da arbeiten wir auch ständig dran, dass, dass Sprache auch dem Produkt entspricht und wir dann deutlich ja, diesen Qualitätsstandards erreichen können. Genau. Und ich glaube, das war es dann von meiner Seite, genau. Jörg, bleib noch kurz bei uns. Da gab es noch eine Frage. Nach wie vielen Jahren kann man das noch nachrüsten? Da weiß ich jetzt nicht genau, was der Zuhörer gemeint hat. Unser System bei euch oder eure Batteriekapazität erweitern. Ich beantworte einfach mal das aus meiner Perspektive. Also MyPV kann zu Grobart nachgerüstet werden, wo die Batterien oder der Wechselrichter eigentlich das Protokoll implementiert hat, das wir heute erwähnt haben. Dann sind wir eigentlich von unserer Seite offen für die Kommunikation. Im Zweifelsfall bitte nochmal ja, vielleicht mit dem Juning Kontakt aufnehmen, wenn ich dich da empfehlen darf. Weil, genau, absolut. Es muss schon die Information auch gesendet werden, damit wir sie hören können. Das kann ich jetzt nicht pauschal für eure Geräte beantworten. Genau, ich glaube, das mit einer Nachrüstung bezieht sich auf die Batterien. Da müsste ich auch nochmal genauer nachfragen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein zumindest ein paar Jahre, sonst hätten wir dieses Video nicht angeboten, aber bevor ich dann Ihnen so schwammige Aussagen gebe, würde ich Sie bitten, da nochmal, vielleicht hinterher nochmal eine E-Mail zu schreiben, kann ich das gerne nochmal nachfragen. Gut, ich habe noch ein paar verdeckte Fragen beantwortet, die jetzt so eingegeben wurden, dass das nicht alle lesen können, aber vielleicht, wenn Sie Fragen stellen, es könnte ja für alle interessant sein, dann einfach an die gesamte Öffentlichkeit hier im Webinar, um das zu schicken. Gut, ich darf jetzt noch hinweisen darauf, wo Sie Informationen finden. MyPV ist, wie gesagt, systemoffen für die Ansteuerung. Wir sind aber auch offen bei der Informationsbereitstellung hier im Infocenter, hier bei den Downloads auf unserer Webseite. Da finden Sie alles frei zugänglich, also selbst Verdrahtungspläne, die sind da ohne irgendeinen Login für Sie verfügbar. Da können auch Endkunden sich informieren. Ja, wenn Sie auf Ihren Handwerker zu lange warten müssen, dann ist es de facto so, dass immer mehr Endkunden das auch selber installieren. Und aus diesem Grund haben wir hier alle Informationen offengelegt. Also nicht nur Marketingunterlagen, sondern auch Installationsanleitungen, Verdrahtungspläne. Webinaraufzeichnungen werden da veröffentlicht. Auch unsere Aufzeichnung von heute wird da ab morgen verfügbar sein. Auch hier für jeden frei zugänglich, ohne einen Login. Das heißt, Sie haben immer die Möglichkeit, sich zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal in aller Ruhe über alle Details zu informieren. Gleiches gilt für YouTube. Auch für uns wird das ein immer wichtiger werdender Kommunikationskanal. Und da habe ich immer ein Inbetriebnahme-Video, das ich gerne empfehle. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mal zu informieren, was kommt da bei der ersten Inbetriebnahme auf mich zu. Wir haben da mit der Kamera über dem Display, über einem quasi jungfräulichen Gerät mal alles abgefilmt. Und Sie sind dann eigentlich top vorbereitet, auch wenn Sie das Gerät noch nie in der Hand gehabt haben. Gut, und auch hier wird die Aufzeichnung von heute Morgen verfügbar sein. MyPV als Entwickler und Hersteller vertreibt seine Lösungen über den Großhandel, aber auch über den Fachhandel. Und eine Liste unserer Großhandelspartner, die finden Sie hier auf unserer Webseite unter Infobezugsquellen. Werfen Sie da mal einen Blick rein. Wir haben in der Dachregion ein sehr dicht entwickeltes Vertriebsnetz bereits. Und da finden Sie bestimmt einen Großhändler, der Ihnen vielleicht schon bekannt vorkommt. Gut, dann darf ich eigentlich schon zusammenfassen. Die Warmwassererzeugung oder generell die Wärmeerzeugung mit Überschuss ist auf jeden Fall die einfachste Art der Eigenverbrauchsoptimierung. Aber gerade im Zusammenspiel MyPV und Growatt haben Sie immer die freie Wahl, weil es geht mit Batterie oder ohne. Und wie gesagt, wir konkurrieren ja nicht mit den Batterien, auch wenn wir eine günstige Alternative sein können. Gerade im Verbund mit einer Marke wie Growatt können beide Kapazitäten eingesetzt werden. Ja, da habe ich ja noch die E-Mail-Adresse von unserem Vertriebsleiter. Wenn Sie eine Preisauskunft brauchen, wenn Sie mal unsere Liste haben möchten als potenzieller Gewerbekunde, dann schreiben Sie den Markus Grundendorfer. Den erreichen Sie auch über die info@mypv.com. Sehen Sie dann auf der nächsten Folie oder auf der letzten Folie noch. Auch das landet bei Markus und er ist für kaufmännische Dinge auf jeden Fall Ihr Ansprechpartner. Wir haben ja im Grunde nur die Technik geprobt, ob die Kamera und Mikros und alles arbeiten, aber ich glaube, wir haben es auch von der Vortragsart heute hier wirklich gut über die Bühne gebracht. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei dich und bei deinem Team bei Growatt herzlich bedanken, dass wir diese Kooperation jetzt gemeinsam angehen. Ja, fängt ja gerade erst an im Grunde und da freue ich mich natürlich auch auf den Erfolg, den wir da
ganz ehrlich gesagt auch erwarten gemeinsam. Und mein wichtigster Dank, der geht an Sie, meine lieben Zuhörer. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn es noch Fragen gibt, technischer Natur, wie gesagt, einfach später an mich, die Folien übermittle ich jetzt gleich. Und ja, Juning, Abschiedsworte von deiner Seite, wichtige Anmerkungen noch? Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für dieses Webinar. Wie gesagt, hat mir super gefallen, war das erste Webinar dieser Art. Wir haben letzte Woche einmal kurz die Technik durchgeprobt eigentlich. Ansonsten war das eigentlich alles freie Schnauze. War gut, ich würde es gerne wieder. Von meiner Seite genauso. Wir werden es wahrscheinlich auch bald mal in Englisch abhalten und dann hören Sie ja wieder von uns oder zumindest können Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie nicht deutschsprachige Interessenten kennen, dann gerne wieder. Genau. Ach gut, dann nochmal herzlichen Dank in die Runde. Alles Gute von mir hier aus Oberösterreich, wo immer Sie sich befinden. Bleiben Sie gesund. Servus und auf Wiedersehen. Ja, wieder schön. Tschö. Ciao.